Oh Mann, das heutige Video wird richtig cool. Und ich habe auch schon alles dafür vorbereitet. Oh Mann, heute ist es soweit. Lamis großer Tag steht bevor. Ich sollte mich auch mal ganz schnell fertig machen. Okay, so kann ich jetzt zu Lami fahren. Na gut, dann wollen wir mal. Los geht es. Oh, da sind wir auch schon. Das war echt eine lange Reise. Na gut, dann wollen wir mal. Lami! Hä? Moment mal. Das ist doch eine Sirene. Ist etwa die Polizei bei mir? Oh oh, habe ich irgendetwas Schlimmes verbrochen? Ich hoffe mal nicht. Moment mal. Lami, du Pommeskopf. Heute ist es soweit. Hast du schon vergessen? Ob ich es vergessen habe? Nein, nein, nein. Ich weiß ganz genau, was heute ansteht. Und zwar kommt heute ein richtig cooles Video für die Lami Army. Let's go! Nein, Lami. Ganz genau nicht. Heute ist der Tag, an dem du ins Krankenhaus musst. Moment mal, Banani. Das war heute. Ich werde heute im Krankenhaus... operiert. Ganz genau, Lami. Heute ist der Tag, an dem du die OP hast. Aber Moment mal, Banani. Ich habe noch gar kein Video für heute gemacht. Ich muss erst mal ein Video machen. Ich kann nicht ins Krankenhaus. Tut mir leid, Lami. Aber du kannst heute kein Video machen. Deine Gesundheit geht vor. Moment mal, Banani. Nein, aber ich habe doch schon alles vorbereitet. Was ist mit dem Video? Wie gesagt, Lami, es tut mir leid. Aber heute gibt es kein Video für die Lami Army. Oh Mann, Freunde. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Denn um ehrlich zu sein, ist es meine allererste OP. Ich wurde noch nie operiert. Oh Mann, oh Mann. Ihr müsst mal unbedingt jetzt in die Kommentare schreiben. Wurdet ihr eigentlich schon einmal operiert im Leben? Irgendwie habe ich echt gar keine Lust darauf, ey. So, lieber Lami, die OP wird jetzt vorbereitet. In 10 Minuten geht es los. So lange kannst du dich noch einmal ausruhen. Du musst gar keine Angst haben. Ja, Banani, bestimmt habe ich keine Angst, wenn du der Arzt bist. Oh Mann, wie soll man denn da keine Angst haben? Arzt? Aber wer hat denn gesagt, dass ich ein Arzt bin? Ich bin gar kein Arzt. Der Arzt kommt in 10 Minuten. Bis dann, Lami. Oh Mann, okay, dann geht's mir auf jeden Fall schon mal besser. Wenn ich weiß, dass Banani nicht der Arzt ist, dann kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Aber einen Moment mal. Wenn ich laut Banani noch 10 Minuten Zeit habe, bis die OP startet, dann ist das doch genug Zeit, um noch mit euch zusammen auf ein Video zu reagieren. Genau, Freunde, das machen wir jetzt. Solange wir noch Zeit haben, reagieren wir zusammen auf ein richtig cooles Roblox-Video. Das heißt also, ihr bekommt heute doch noch ein Video. Na gut, auf was wollen wir denn reagieren? Wie wär's? Oh, damit! Okay, let's go! Und hier sind wir auch schon, Freunde. Ihr habt euch auf jeden Fall gewünscht, dass wir nochmal auf eine Roblox-Animation reagieren. Und deswegen machen wir das Ganze einfach mal. Und wir quatschen gar nicht so lange rum. Wir haben auch eh keine Zeit. Deswegen starten wir direkt das Video. Let's go! Okay, okay, okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine Schule. Die Brookhaven-Schule. Na gut. Und eine Limousine. Ah, oha, da kommt voll die coole Musik. Und, oha, das ist der Roblox-Millionär. Der hat bestimmt ganz, ganz viele Bobucks. Okay. Oh, da haben wir ein paar Schulmobber. Die ärgern gerade jemanden, aber... Moment mal. Ah, die gehören jetzt zu dem, weil der die einfach bezahlt. Verstehe, verstehe. Der ist also so reich, der hat sich also einfach die Schulmobber von der Schule abgekauft. Und das sind jetzt seine Bodyguards. Aha. Okay, und die Mädchen stehen also auch auf ihn. Oh, was machen die? Oh, oha! Die haben den armen Typen einfach weggeschubst. Und Alter, habt ihr das gesehen? Wie der nach unten geguckt hat? Guckt euch das mal an. Der guckt richtig arrogant. Moment, Moment. Wir schauen uns das doch mal an. Und da, seht ihr diesen Blick? So richtig arrogant. So guckt nur ein richtig verwöhnter Schnösel, Freunde. Egal, wir gucken einfach mal weiter. Oh weia. Oh Mann. Okay. Die Schulmobber, die tun auch so, als wären die die Coolen. Und dabei sind die ja nur die Bodyguards, die bezahlt werden. Okay, es ist auf jeden Fall jetzt Mittagspause, Freunde. Und alle essen schön. Warte mal. Aber der Millionär ist nicht irgendetwas, sondern einfach Sushi, Freunde. Oha, Sushi in der Schule und... Moment mal. Mr. Krabs! Nein, die ist auch noch Mr. Krabs! Und einen leckeren Schokokuchen. Mm.
Oh Mann, okay. Und der hier, Moment mal, wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn einfach Noobi, weil er sieht auf jeden Fall aus wie ein Noob. Na gut, der hat hier auf jeden Fall eine Banane am Start und eine Suppe oder sowas. Also nichts Besonderes, Freunde. Aber der setzt sich hier auf jeden Fall auch an den Tisch mit seinen Freunden und irgendwie sieht das so aus, als ob sein Essen hier stinkt oder sowas. Okay, was ist der da? Ist diese Suppe überhaupt noch lecker? Keine Ahnung, Freunde. Wir gucken einfach mal weiter. Und, lecker Schmecker. Oh, warte mal. Der Gestank, der geht rüber zu den Mädchen. Oh, okay, das ist also wirklich Gestank. Und, oh, ihn stört das mal richtig. Und er sieht auf jeden Fall, der Gestank kommt von dem Noobi. Oh wei, was macht er jetzt? Der sagt seinen Bodyguards Bescheid und bezahlt sie. Warte mal, was machen die jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Die gehen auf jeden Fall rüber. Das wird nicht gut enden. Oha, als ob der die einfach beide wegwirft. Okay, die checken gar nicht, was abgeht. Nein. Oh mein Gott, als ob die so fies sind. Und der weint einfach. Oh mein Gott, wie fies ist das denn, Freunde? Oh Mann, ey, Mobber sind so blöd. Was macht er jetzt? Der hat das ganze Essen im Gesicht. Oh nein, guckt euch mal diesen blöden Schulmobber an. Und der reiche Schnösel, der lacht auch noch darüber. Ja, Freunde, das ist echt gemein. Und der fühlt sich auch noch cool und bekommt noch einen Kuss von beiden Online-Datern. Oh Mann, Freunde. Okay. Er fährt jetzt auf jeden Fall hier mit der Limousine wieder nach Hause, denke ich mal. Und jetzt schauen wir mal sein Haus an. Hä? Warte mal, irgendetwas ist passiert. Das sind seine Eltern, oder? Lol. Die ganzen Sachen werden vom Haus rausgetragen. Ich vermute mal, die Eltern sind vielleicht pleite gegangen oder so. Da steht auch Bank und das Haus wird verkauft. Das heißt, die Eltern sind wahrscheinlich pleite geworden. Oh weia, der Roblox-Millionär ist pleite. Das war's mit ihm. Das heißt, Freunde, die müssen jetzt umziehen in dieses Haus. Ist das jetzt das neue Haus? Ja, wirklich. Freunde, das gefällt denen gar nicht. Oh Mann. Okay, aber Freunde, sowas kann auch mal passieren. Wenn man reich ist, da kann man auch ganz schnell das ganze Geld verlieren. Oh weia, aber das heißt ja auch, der kann seine Schulmobber-Bodyguards nicht mehr bezahlen und der hat noch nicht mal eine Decke. Oh Mann, Freunde, das ist blöd gelaufen für ihn. Oh oh, okay, die Gegend ist auf jeden Fall sehr laut. Da läuft noch irgendein Obdachloser rum. Polizisten, die diskutieren mit irgendwelchen anderen Obdachlosen. Okay. Es ist also eine sehr, sehr laute Gegend. Ich denke mal, er hat nicht so gut geschlafen. Und diesmal ist er mit dem Schulbus unterwegs und nicht mit der Limousine. Moment mal, habt ihr sein Gesicht gesehen? Moment. Hier, seht ihr das Gesicht von dem Busfahrer? Der denkt sich auch nur so, hä? Bist du nicht der Reiche, der mit der Limousine mal hier hinfährt? Okay, und jetzt fährt er einfach mit dem Bus. Komischer Typ. Was ist da wohl passiert? Und Leute, guckt euch mal seine Augen an. Der sieht aus wie der Tod höchstpersönlich. Okay, der hat also wirklich nicht gut geschlafen. Oh weia. Na gut. Aber was ist jetzt mit den Schulmobbern, Bodyguards? Okay, die gucken auf jeden Fall auch alle sehr, sehr verwundert. Hä? Der Millionär kommt aus dem Schulbus raus? Oh Mann, die lachen den einfach aus. Und dem ist das auch ziemlich peinlich, glaube ich mal. Oh, okay, Moment mal. Was passiert jetzt? Oh, der hat gepfiffen und die Schulmobber kommen immer noch. Die stehen immer noch an seiner Seite. Okay, obwohl er kein Geld hat. Moment mal. Er hat... Was ist das denn? Eine Fliege? Bah! Okay, damit kann er die, glaube ich, nicht bezahlen. Und die Schulmobber lachen ihn einfach aus. Oh nein. Oh Mann, Freunde. Der Millionär ist jetzt unbeliebt geworden. Sogar die Mädchen lachen ihn aus. Der wird fotografiert. Oh weia, das ist, glaube ich, gar kein schönes Gefühl. Aber naja, der war ja selber gemein zu dem Noobi. Das heißt, das geschieht ihm auf jeden Fall recht, Freunde. Und jetzt sind wir hier wieder beim Mittagsessen. Jetzt bin ich mal gespannt, mit wem ist der wohl? Oh, und was ist der? Nein!
Er ist jetzt auf jeden Fall alleine, Freunde. Und das, was auf seinem Tablett ist, das stinkt ja auch. Das ist auf jeden Fall kein Sushi, sondern auch das Stinke-Essen von dem Nubi. Oh Mann, aber Moment mal. Hä? Er rafft sich zusammen und geht einfach hier zu dem Tisch. Okay, als wäre nichts, aber der Gestank. Der Gestank, es stinkt zu sehr für die Mädchen. Oh weia, wird er das überhaupt essen? Es ist ihm auf jeden Fall unangenehm. Oh oh. Der Schulmobber, er packt ihn und wirft ihn weg. Was? Und das Essen? Oh mein Gott. Er schmeißt ihn jetzt auch mit Essen ab, oder? Leute, er wird jetzt genau dasselbe wiederfahren wie der Nubi am Anfang. Der kommt noch gar nicht auf sein Leben klar. Oh oh. Und jetzt bekommt er erstmal diese Suppe ins Gesicht, oder? Was passiert jetzt, Freunde? Oh. Was? Moment mal. Der Nubi kommt. Oh mein Gott. Er rettet ihn einfach? Moment mal, das gefällt dem Schulmobber aber nicht. Aber er denkt sich auch nur so, alles klar, dann gehe ich halt. Und der Nubi hilft ihm. Moment mal, hä, warum hat er denn Angst? Er hilft ihm doch nur. Oh Mann, Leute, wie nett ist der denn? Und das, obwohl der Millionär den Nubi am Anfang geärgert hat. Oh weia. Er hat auf jeden Fall Freudetränen. Oh Mann, das ist echt eine richtig süße Story, Freunde. Sind die beide jetzt befreundet? Es scheint auf jeden Fall so. Die lachen zusammen, die schaukeln zusammen. Okay, okay. Und die sagen sogar, ey, hast du schon Lami abonniert? Nein, abonnier Lami. Oh Mann, okay. Warte mal, was hat der denn jetzt hier am Start? Ein Steinschleuder? Warum das denn? Hä? Oh, oha, die spielen Dosenschießen. Okay, Moment mal, ich glaube, das kennt der Millionär gar nicht. Mit sowas hat er, glaube ich, noch nie gespielt. Damit spielen, glaube ich, nur, ja, nicht so reiche Leute. Aber er... Lol. Oha, er hat einfach auf die Klingel gezielt. Das ist das Haus von dem Schulmobber. Oh mein Gott. Wollen die dem jetzt wirklich einen Streich spielen? Oh Gott. Ja, das machen die. Die lachen auf jeden Fall richtig viel. Und noch ein Schuss. Die machen einfach Klingelstreich. Und das gefällt ihm gar nicht, Freunde. Oh, 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 der Schulmobber. Und... Warte mal, die schießen einfach weiter. Was geht denn jetzt ab? Nein, der kommt gar nicht klar. Oh, 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 oh. Und, oha, sogar voll auf den Kopf. Oh Mann, Freunde. Die haben es dem Schulmobber richtig gezeigt. Okay, es scheint so, als ob der obdachlose Nubi und der reiche Ex-Millionär befreundet sind. Aber dabei ist der Millionär gar nicht mehr reich, Freunde. Der ist ja jetzt auch ganz, ganz schön arm. Und jetzt gucken die Wolken an. Hä? Und der sieht bei der Wolke einfach Dollarzeichen? Okay, komisch. Wohin gehen die jetzt? Hä? Warte mal, die sammeln das Geld von einem Brunnen. Leute, kennt ihr das? Wenn man Geld in einen Brunnen schmeißt und sich etwas wünscht. Und die klauen jetzt einfach das Geld von den Leuten, die sich etwas im Brunnen wünschen. Oh weia, aber die gucken auf jeden Fall geschockt. Moment mal. Der Polizist kommt! Oh mein Gott, lauft! Ah! Oh Mann, oh Mann, oh. Hä? Die kaufen sich mit dem Geld Lottoscheine? Moment mal. Ja, wirklich. Die haben so Lottoscheine gekauft. Okay. Was denkt ihr? Werden die jetzt den Jackpot ziehen oder nicht? Er rubbelt das frei. Oh. Hattet ihr schon mal so rubbellose? Zwei richtige? Oh mein Gott. Wird er wieder reich sein? Und... Nein, eine Niete, Freunde. Das war's. Oh Mann, das kennt man zu gut. Man denkt, man gewinnt bei den Rubbellosen, aber dann verliert man einfach nur. Okay, der weint auf jeden Fall. Oh Gott, aber der Nubi schenkt ihm jetzt einfach seinen Lottoschein. Oha, wie lieb ist das denn? Oh Mann, der Nubi hat auf jeden Fall ein ziemlich großes Herz, Freunde. Was meint ihr? Und... Jackpot! Oh mein Gott! Aber warte mal, eigentlich ist es ja der Gewinn von dem Nubi und nicht von dem Millionär. Okay, aber ich denke mal... Leute, hört ihr die Musik? Der Millionär kommt wieder mit der Limousine! Oh Mann, aber er ist alleine. Hä? Ich dachte, er ist jetzt so nett und nimmt noch den Nubi mit. Warte mal, da vorne ist auf jeden Fall der Nubi am Sitzen. Und die Schulmobber rufen... Oh mein Gott, die rufen den Millionär wieder zu sich. Aber er geht lieber zu dem Nubi. Genau so ist es richtig.
Ja, da gucken die Schulmobber blöd, ne? Ist klar. Und der fühlt sich wieder gut. Warte mal. LOL! Er bestellt einfach einen Kuchen für sich und sie Noob-Freunde. Oh Mann, das freut ihn auf jeden Fall. Freunde, ich muss sagen, bis jetzt ist die Story richtig, richtig cool und echt süß. Der Noobi ist jetzt mit dem Millionär befreundet. Oh Mann, das ist genau richtig so. Aber Freunde, die Story ist noch nicht vorbei. Deswegen schauen wir das Video nochmal bis zum Ende an. Und wir sehen da auf jeden Fall... Moment mal, er klopft nochmal und... Oh mein Gott, Freunde, jetzt bekommt die fiese Gruppe einfach das Stinkeessen. Bah! Und die Noobis lachen alle zusammen. Und Freunde, wie fandet ihr diese Animation? Schreibt es mal bitte in die Kommentare von 1 bis 10. Wie bewertet ihr dieses Video? Und Freunde, jetzt nochmal an alle. Ich werde nicht nur im Brookhaven operiert, sondern auch im echten Leben. Macht euch aber keine Sorgen, Freunde. Ich versuche trotzdem noch jeden Tag ein Video für euch hochzuladen. Und Leute, ich glaube, es ist jetzt soweit. Der Arzt kommt! Sulami, ich wünsche jetzt viel Erfolg bei der OP und der Arzt ist auch schon da. So, hier bin ich. Moment mal, Banani ist nicht der Arzt, sondern Affi. Das ist ja noch schlimmer. Aber Freunde, das war es jetzt auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und falls es euch gefallen hat und ich auf mehr von solchen Roblox-Animationen reagieren soll, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für mehr solche Videos. Ansonsten, Freunde, könnt ihr jetzt links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Und wir sehen uns am Morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!